Lach- und Sachgeschichten. Heute natürlich mit der Maus und dem Elefanten. Christoph war neulich im China-Restaurant. Da isst er manchmal ganz gerne. Und dort hat er was entdeckt. Eine Dekoration auf seinem Teller. Eine Rose, aber keine echte. Kunstvoll hergestellt, irgendwie aus Gemüse. Möhre vielleicht. Wie das wohl geht? Mal nachfragen. In der Küche. Da ist Herr Zhang, der Koch. Gerade bei der Arbeit. Im Moment hat er keine Zeit. Aber er verspricht, nachher zu Christoph zu kommen und ihm alles zu zeigen. Und nicht lange, da kommt er auch schon. Mit einem ganzen Tablett voll. Ein Schneidebrett und ein Riesenmesser. Damit schneidet er eine Scheibe von der großen Möhre ab. Und zwar hauchdünn. Kann man fast durchgucken. Von diesen dünnen Scheiben schneidet Herr Zhang mehrere und lässt sie kurz trocknen. Okay. Andere Seite besser. In der Zwischenzeit will Christoph das auch mal versuchen. Auch zu dick. Zu dick? Ja, zu dick. Aber Christophs Scheibe ist zu dick, die bricht, wenn man sie biegt. Also nochmal. Ganz vorsichtig. Hopp. Das war nix. Aber immerhin schon mal dünn genug. Nochmal. Langsam. Okay. War gar nicht so einfach. Das ist aber ganz schön stolz. Dann rollt Herr Zhang eine Möhrenscheibe. Und steckt einen Zahnstocher in die Rolle. Noch einen. Quer dazu. Christoph macht das auch. Möhrenrolle mit zwei Zahnstochern. Das war schon mal der Anfang. Jetzt kommt die nächste hauchdünne Scheibe. Die wird beim Wickeln auf die Zahnstocher gespießt. Die Zahnstocher müssen immer so verschoben werden, dass es ein kurzes und ein langes Ende gibt. Und so wird die Möhrenscheibe Stück für Stück um die erste gelegt. Immer schön rum. Eine Möhrenscheibe nach der anderen wird zu einem Rosenblatt. Herr Zhang zeigt Christoph noch, wie man die werdende Blüte am besten hält. Sieht aber auch bei Christoph wie eine richtige Blüte aus. Blatt für Blatt entsteht die Rosenblüte aus Möhrenscheiben. Und das ist die fertige Rose von Herrn Zhang, dem chinesischen Küchenmeister. Sehr schön. Aber nicht nur aus Möhren kann er Kunstwerke zaubern. Er hat noch alle möglichen Schnitzwerkzeuge dabei. Damit macht er jetzt eine Blüte aus einem Chinakohl. Da legt er die ersten Blätter frei. Was wird das? Auch eine Blume? Ja. Wenn er mit Schnitzen fertig ist, legt er die Chinakohlblüte in Wasser, damit sie weiter aufgeht.
Auch aus Gurken kann er Blüten schnitzen. Wer in China Küchenmeister werden will, muss das können. Dunkelgrüne und hellgrüne Blütenblätter. Sieht ein bisschen aus wie eine Seerose. Kommt auch ins Wasser. Aber nicht nur Blüten kann Herr Zhang aus Gemüse schnitzen. Das hier wird ein Schmetterling. Super. Das ist schön, ne? Tolle kleine Kunstwerke sind das. Ganz wunderbar. Aber das ist noch längst nicht alles, sagt Herr Zhang und holt noch was aus der Küche. Lauter Schnitzereien aus Gemüse. Kann ich essen? Ja. Diese Kunstwerke essen? Herr Zhang meint ja, denn lange halten sie sich sowieso nicht. Sie sind ja zum Essen gemacht. Vielen Dank. Bitte. Aber auch schön anzuschauen. Sachgeschichten. Heute natürlich mit der Maus und dem Elefanten. Christoph war neulich im China-Restaurant. Da isst er manchmal ganz gerne. Und dort hat er was entdeckt. Eine Dekoration auf seinem Teller. Eine Rose, aber keine echte. Kunstvoll hergestellt, irgendwie aus Gemüse. Möhre vielleicht. Wie das wohl geht? Mal nachfragen. In der Küche. Da ist Herr Zhang, der Koch. Gerade bei der Arbeit. Im Moment hat er keine Zeit. Aber er verspricht, nachher zu Christoph zu kommen und ihm alles zu zeigen. Und nicht lange? Da kommt er auch schon. Mit einem ganzen Tablett voll. Ein Schneidebrett und ein Riesenmesser. Damit schneidet er eine Scheibe von der großen Möhre ab. Und zwar hauchdünn. Kann man fast durchgucken. Von diesen dünnen Scheiben schneidet Herr Zhang mehrere und lässt sie kurz trocknen. Okay. Andere Seite besser. In der Zwischenzeit will Christoph das auch mal versuchen. Auch zu dick. Zu dick? Ja, zu dick. Aber Christophs Scheibe ist zu dick, die bricht, wenn man sie biegt. Also nochmal. Ganz vorsichtig. Oh, das war nix.
Aber immerhin schon mal dünn genug. Nochmal. Langsam. Okay. Ah. War gar nicht so einfach. Das ist aber ganz schön stolz. Dann rollt Herr Zhang eine Möhrenscheibe. Und steckt einen Zahnstocher in die Rolle. Noch einen. Quer dazu. Christoph macht das auch. Möhrenrolle mit zwei Zahnstochern. Das war schon mal der Anfang. Jetzt kommt die nächste hauchdünne Scheibe. Die wird beim Wickeln auf die Zahnstocher gespießt. Die Zahnstocher müssen immer so verschoben werden, dass es ein kurzes und ein langes Ende gibt. Und so wird die Möhrenscheibe Stück für Stück um die erste gelegt. Immer schön rum. Eine Möhrenscheibe nach der anderen wird zu einem Rosenblatt. Herr Zhang zeigt Christoph noch, wie man die werdende Blüte am besten hält. Sieht aber auch bei Christoph wie eine richtige Blüte aus. Blatt für Blatt entsteht die Rosenblüte aus Möhrenscheiben. Und das ist die fertige Rose von Herrn Zhang, dem chinesischen Küchenmeister. Sehr schön. Aber nicht nur aus Möhren kann er Kunstwerke zaubern. Er hat noch alle möglichen Schnitzwerkzeuge dabei. Damit macht er jetzt eine Blüte aus einem Chinakohl. Legt er die ersten Blätter frei. Was wird das? Auch eine Blume? Ja. Wenn er mit Schnitzen fertig ist, legt er die Chinakohlblüte in Wasser, damit sie weiter aufgeht. Auch aus Gurken kann er Blüten schnitzen. Wer in China Küchenmeister werden will, muss das können. Dunkelgrüne und hellgrüne Blütenblätter. Sieht ein bisschen aus wie eine Seerose. Kommt auch ins Wasser. Aber nicht nur Blüten kann Herr Zhang aus Gemüse schnitzen. Das hier wird ein Schmetterling. Super.